normalerweise machen Liberating Structures, dass sie unproduktive Verhaltensweisen überschreiben. Und ich glaube, Fischer hat das gesagt oder aufgeschrieben in den Notizen, dass er meinte, ja, jetzt gibt's, es gibt kein Behavior, was überschrieben werden sollte. Was würdest du sagen, ist das immer noch so, jetzt ein halbes Jahr später? Ja, das ist eine interessante Frage. Also nachdem jetzt auch alle sich ausprobiert haben und es gab ja auch unheimlich viele Möglichkeiten mit Liberating Structures, was online zu machen, finde ich, sehen wir schon, dass es sich differenziert, ne? Also in den einzelnen Strukturen, wo sich in den Designelementen auch so ein bisschen was in der verschiebt und wo sich auch auch so Erfahrungen, also ich kann mich auch daran erinnern, wie wir in diesem Immersion Workshop sehr viel mit dem Chat gearbeitet haben und auch mit dem Wasserfall im Chat, ja. Und wieder ja auch eine sehr lebendige Dynamik mit sich gebracht hat. Und das würde ich aber heute, nachdem ich das jetzt doch mehrmals erlebt habe und durchgeführt habe, würde ich das jetzt schon wieder ein bisschen differenzierter sehen, den Nutzen des Chats. Also ich sehe jetzt durchaus auch die Schattenseiten dieses Wasserfalls. Und also das ist ein Beispiel. Ja, was mir noch eingefallen ist, ich muss es aufpassen, dass ich nicht gleich dieser Chatwasserfall, das ist ein anderer Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Was mir noch aufgefallen ist, oder was ich so denke, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Selbstüberschätzung ist, aber ich habe so den Eindruck, ein paar Verhaltensweisen, die wir da etabliert haben oder mit denen wir gespielt und die wir ausprobiert haben, haben sich zumindest für meine Praxis gesprochen und für die Sachen, die ich jetzt mitgemacht habe als Teilnehmende in letzter Zeit, die haben sich wie neue Patterns, Muster, Verhaltensweisen eingeschrieben. Ja, also ich hatte mir da eingeschrieben, die Molekularität der Vorbereitung. Also wenn man jetzt als diejenige ist, die den Prozess hält, dass ich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, da reinzugucken, bei Leuten, die das vorbereiten, auch immer so diese Spalte sehe, was machen wir in den Chat rein? Und dieses sehr weit ausformulierte, um eben in der, also das ist jetzt eine Annahme von mir, wahrscheinlich um eben bei der Gruppe sein zu können und eben nicht parallel noch was schreiben zu müssen, sondern das schon mal als einen Baustein zu haben, den man nutzen kann. Also das war jetzt so, wo ich dachte, da hat sich vielleicht was eingeschrieben, womit wir ausprobiert haben, was ich jetzt so von dem, was Fischer meinte, dass es noch keine Habits gibt oder keine Patterns, dass sich da zumindest in meiner Filterblase ein paar Sachen sehe ich, die entstehen. Fällt dir noch andere Sachen ein, von denen du denkst, die haben sich so, das hat sich vielleicht so festgesetzt? Ja, es ist eine neue Dimension, kommt, finde ich, noch dazu, dass anders als im Raum, wo man ja immer anwesend ist, dass man virtuell ja nochmal Varianz hat in der Art der Anwesenheit. Also zeigen wir uns mit Kamera, schalten wir die Kamera aus, haben wir nur das Audio oder schalten wir alles aus? Und die Zusammensetzung mit und ohne Kamera oder mit und ohne Audio, die macht, finde ich, was mit dem ganzen Raum auch und mit der ganzen Arbeit. Oh, was mir da noch einfällt, war, wir hatten ja experimentiert mit dem, was passiert, wenn man seinen Namen, also das kann man jetzt in Zoom machen, seinen Namen als Leerzeichen macht und die Kamera aus, was das für eine Dynamik ist, wenn jetzt auf Fragen Chat Antworten kommen, weil man ja nicht mehr weiß, von wem die Antwort kommt. Also es ist dann quasi so ein Inkognito. Und ich weiß, dass diese Energie bei mir jetzt aus dem, das hat einfach eine Kraft, wenn 80 Leute plötzlich inkognito antworten auf Sachen, dass so diese Energie, die habe ich echt so mitgenommen und die möchte ich immer wieder weiter, also das, solche Sachen möchte ich immer wieder weiter treiben, weil es macht plötzlich so ein Möglichkeitsfenster auf, wo Dinge möglich werden, die im echten Leben nicht möglich sind, aber die halt virtuell plötzlich
fangen die Synapsen bei mir an zu schießen, wozu man das nützen könnte. Ja. Ja, und auch interessant, also finde beim Fishbowl ist es ja auch so, wird das ja schon ganz viel genutzt. Durch die ausgeschaltete Kamera bringt man wirklich nochmal Ruhe und so ein Spotlight auf die Teilnehmer im Bowl. Mhm. Und es bringt eine Art von Ruhe rein, die man im Raum ja nicht herbekommt und so eine Art von Fokus. Mhm. Und gleichzeitig ermöglicht auch die Ruhe und die sozusagen Abgeschiedenheit der Breakout-Räume nochmal anders fokussierter zu arbeiten, was oft im Raum, wenn alle Fokusgruppen nebeneinander sitzen und man kriegt dann doch mit einem Ohr mit, worüber sprechen die anderen, da manchmal anders wirkt, sich anders entfaltet. Ich wollte noch mal bei dem Thema Habits und das verbinden mit dem, was du meintest, den bewussteren Einsatz von Chat. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Data Vomit. Das war so ein Erleben, was ich ganz stark hatte in dem Workshop, den wir gemacht hatten, wo wir erst als Ambition ja hatten, dass der Chat wie unser Shared Recollection, hatten wir es so genannt, of Interaction ist. Und wo wir aber dazu eingeladen hatten, wenn jeder auf offene Fragen antwortet, wo wir einfach innerhalb von kürzester Zeit für mich hat sich wie ein Data Vomit angefühlt. Mhm. Was würdest du sagen? Gibt es noch so Sachen? Ja, ich würde da gerne nochmal bei dem Punkt bleiben, weil die Erfahrung ja erstmal die Annahme war, dass mehr Beteiligung auch ermöglicht, indem wir denn der Chat parallel läuft. Mhm. Entsteht ja auch ein Fluss und wir haben ja auch damals in dem Immersion Workshop vorgesehen, dass einer von uns immer den Chat auch ein bisschen anschaut und dann auch ein bisschen rückmeldet. Und jetzt stelle ich aber fest, dass es der Chat natürlich eine Funktion hat, wie in der Präsenzveranstaltung, als wenn jeder einfach in den offenen Raum reinrufen könnte. Mhm. Das heißt, es hat so eine zweite Ebene von Gespräch und dadurch, dass die aber linear ist, hören das ja auch nicht alle. Also das erzeugt nochmal eine Dynamik, die da würde ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen, wo wir uns viel besser überlegen können, wann bringt die was für die Arbeit und wann ist sie eher, bringt sie eher alle so durcheinander und bringt auch so eine nervöse Energie in den Raum rein. Ja, wir hatten die Annahme, dass das die Fähigkeiten auch sind, die in der damaligen Zeit gebraucht wurden. Würdest du denn sagen, wir sind jetzt immer noch in so einer Zeit, wo schnell vorwärts gestolpert werden muss? Ist das anders? Ist das so eine Qualität? Sind wir immer noch in diesem enormen Experimentierraum? Oder? Also ich würde sagen, ja, der Experimentierraum ist da, weil also die Möglichkeiten, die wir jetzt sehen, nach diesem ersten sehr, sehr hektischen, wie kann ich was machen, sich differenzieren und steigen. Also gerade diese kreativer Umgang mit Whiteboards, also was kann hier zum Wohle aller eingebracht werden, was muss nicht linear über denjenigen, der den Raum hält, nacheinander schrittweise eingebracht werden. Also so eine Differenzierung, die bringt, finde ich, schon sehr viel Neues und auch neue Experimente mit sich. Aber diese unruhige Energie von diesem Failing Forward, die hat ja auch was, die hat auch eine Geschwindigkeit reingebracht, die, finde ich, von vielen Teilnehmern zurückgespiegelt worden, die zu hoch ist, so zu schnell ist. Also die einfach, wo wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, auf unterschiedlichen, von einer unterschiedlichen Erfahrungshintergrund kommen und daher nicht annehmen können, wenn wir alle in einem Raum sind, dass uns diese Energie allen nutzt. Ne? So. Mhm. Welche Skillfulness sehen wir denn jetzt danach, dass die Teilnehmer, mit der die Teilnehmer rausgegangen sind aus dem virtuellen Workshop? Wenn du dich daran erinnerst, was bei dir da angeklungen ist, würdest du sagen, dass es da Skills gibt, die du in zukünftige Immersion Workshops gerne reinbringen möchtest? Also was ich super vielversprechend fand, und das hatte gar nicht viel Vorbereitung gekostet, weil wir es einfach ausprobiert hatten, waren die Momente, wo Co-Kreation sichtbar wurde. Und zwar nicht nur also jetzt im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret auf dem Bildschirm. Also wir hatten so
einfach Flächen vorbereitet, mit denen man interagieren kann und wo Spuren entstanden sind. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, für mich hat das ein Thema angestoßen, was erstens anschlussfähig ist an die Arbeit, die ich sonst mache. Weißt du, ich beschäftige mich total viel mit so Co-Kreation mit Canvases, die das ermöglichen. Und das ist auch, wäre auch ein Anspruch, die ich Teilnehmenden mitgeben möchte, dass sie in der Art, dass es viel gestaltigere Möglichkeiten gibt, Daten mit Menschen oder nicht nur Daten, Ideen zu entwickeln und zu arbeiten, als jetzt nur rein linear oder in einem geteilten Dokument, sondern dass da einfach nochmal so eine andere Ebene entsteht. Und das ist mir halt aufgefallen, dass am Anfang dieser ganzen großen virtuellen Welle jetzt, also noch im Frühjahr, die so gekommen ist, alle erstmal dabei waren, wirklich nur mit dem Frontalbild zu arbeiten. Mhm. Und dass sich das über die letzten Monate differenziert hat, zum Glück, dass wir sehr viel genauer auch in den Liberating Structures überlegen, wo setzen wir was ein. Wie du gesagt hast, auch gerade, wann fügen, arbeiten wir außerhalb in einem Dokument oder können wir gleichzeitig alle auf eine Anwendung zugreifen? Verzichten wir auf das Anwendung? Ist es viel wichtiger, dass wir uns als Person sehen und wahrnehmen? Mhm. Und das bringt, finde ich, nochmal, bringt auch den Purpose der Strukturen nochmal viel besser heraus. Ja. Ach, ich hatte noch eine Sache aufgeschrieben, das ist dieses Original Digital. Also Digit kommt ja von digital, also dem Finger eigentlich. Und ich glaube auch so eine Art der Kunst, jetzt virtuell sich zu begegnen und virtuelles Miteinander zu ermöglichen, ist eben auch nicht so, sich so fest zu kleben an der Tastatur und an dem Screen, sondern gleichzeitig eben auch dass wir alle Menschen sind mit einer Realität in unserem Rücken, so im richtigen, also im ganz wahren Wortsinn. Und was ich gerne, oder mein Anspruch an Teilnehmende, die ich jetzt einlade in unsere Praxis, ist eben auch, das nicht zu vergessen und das auch bewusst einzubauen, dass man mal Sachen mit seinem Körper macht. Also wem sage ich das? Touren durch gesetzte Pausen. Was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Das ist gerade so ein Forschungsfeld auch. Ne? Und gleichzeitig nicht nur das als Wellbeing, also darauf achtsam zu sein, dass der Mensch also nicht zu lange auf seinem Arsch sitzt und sich mal bewegt und man die Möglichkeit eröffnet, offscreen zu sein, sondern eben dann auch das als Ressource zu nutzen. Das meine ich eben auch mit original digital. Ich finde zum Beispiel immer mehr Gefallen an Strukturen, wo man experimentieren könnte, mal asynchron vorzugehen. Gibt es was man bei sich, also wo man vielleicht nur das Bewusstsein, okay, alle anderen machen das jetzt auch gerade und es gibt irgendwie eine Möglichkeit, wo einem das gewahr wird, aber eigentlich kann man erstmal so bei sich sein und den Stift über ein Papier schwingen lassen oder sich im Raum bewegen, sich was hernehmen, sich damit verbinden und dann wieder in den Austausch gehen. Das finde ich super interessant, da weiter auch sowas nicht nur als kleines Gimmick einzubauen, sondern es ganz bewusst als Ressource zu nutzen. Auf jeden Fall, genau. Und ich erinnere mich noch gut an unser erstes virtuelles Immersion Workshop, wo wir ja auch das Spiral Journaling mit auf zweierlei Arten und Weisen mit Embodiment, also mit dem Ablaufen einer Spirale, mit dem Zeichen auf dem Papier mit gemeinsam gemacht haben und wie viel Wohlgefühl auch da und wie viel Ruhe da auch in mir entstanden ist. Einfach da auch loszulassen und diese Asynchronität zuzulassen, was immer auch währenddessen passiert, weil das auch zuzulassen, da auch die Kontrolle abzugeben, zu sagen, ja, vielleicht
werden nicht alle jetzt mit dem Stift auf dem Papier verbleiben, sondern diese Pause nutzen, um sich den Kaffee zu kochen oder eine E-Mail anzugucken. Also da auch loslassen zu können. Ne? Das ist ja, ja. Nämlich ja. Infinite Space in a finite finite oder finite, wie spricht man das auf? In einem endlichen. Finite, infinite, ja. In a finite place. Ja. Hast du die auch infinite aufgeschrieben? Ja. So nennt sie, ne? Ja, ja. Ja, genau. Genau, genau. Ja. Was spricht dich daran an? Ja, es ruft, bringt eigentlich einfach nochmal so eine Grundfrage in den Raum. Wo sind denn Grenzen? Ne? Also erstmal begrenzt, also wo ist der Raum wirklich eine Grenze und wo wollen wir vom Raum kreieren? Mhm. Und dieser unendliche Raum, den wir ja auch zwischen unseren Ohren uns schaffen können durch die Fantasie. Mhm. Also was ist wo hilft sozusagen dieser digitale Raum noch mehr aus diesem, noch mehr diesen Space zwischen unseren beiden Ohren zu weiten und vielleicht noch mal einen Schritt mutiger oder zu werden oder noch mal einen Schritt mehr um die Ecke zu denken. Mhm. Ich habe gerade ein Bild im Auge, als du meintest, der unendliche Raum hier zwischen unseren Ohren. Jetzt so ganz praktisch, es gibt ja diese ganzen Whiteboard-Tools und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass Miro eben, da ist der Frame unbegrenzt, du kannst in alle Richtungen immer weiter scrollen. Und das hat natürlich auch, wenn du das jetzt als Gruppe die Möglichkeit, so einen Raum erstmal darin einlädst, hat ja auch die Möglichkeit, dass sich Leute verlieren und in irgendeiner Ecke Sachen festhalten, die keiner sieht. Und ich habe gerade so als Bild für uns als Aufgabe, um eben da wirklich eine Co-Kreation zu ermöglichen, solche Orte wie so Kristallisationspunkte aufzusetzen. Also wie gelingt es so, oder Honigtöpfe zu kreieren, oder Blumenwiesen, wo plötzlich dann Neues entstehen kann. Ja. Und du nennst es ja schon, das ist auf den ersten Blick sieht es ja aus wie eine Wicked Question. Mhm. Die Frage, wie kannst du auf der einen Seite Klarheit und Orientierung, die ja auch durch Struktur und Begrenzung entsteht, halten und geben und anbieten? Und wie kannst du gleichzeitig eben diesen Raum zwischen den beiden Ohren also zum Fliegen bringen? Mhm. Ja, und das finde ich einen ganz, ganz schönen. Das erzeugt so eine ganz schöne kreative Spannung, auf die ich auch jetzt Lust habe. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein echter nächster Schritt in der digitalen Zusammenarbeit mit Liberating Structures, den wir alle gemeinsam gehen können. Genau, raus aus dieser Linearität. Also es wurde ja viel am Anfang auch in geteilten Dokumenten gemacht. Viel auf PowerPoint sind es nicht, Google Slides. Ja. In die man reinarbeiten kann, was aber natürlich durch die Art schon eine Linearität des Denkens gibt. Und wir haben vorher darüber gesprochen, wie man mit diesen Infinite Spaces auch eine Möglichkeit schaffen kann, so selbstähnliche Systeme, also Fraktale und Integrale zu bilden, dass man ein Gesamtbild hat, in das man an unterschiedlichen Stellen einfach, weil es visuell orientiert, eintauchen kann. Also ja, genau. Ich habe jetzt noch nicht, wir müssen mal forschen, welche Überblicksbild, also ein Bild von einer Reise von A nach B ist zum Beispiel was erstmal so grundsätzlich orientierend ist, wo man dann eintauchen kann, ja, was ist denn da, wo wir hinwollen, wie sieht das da genau aus? Ja. Wer sitzt im Boot und so. Also ja, und das bringt mich auch nochmal auf diese Wahrnehmung, dass wir ja jetzt inzwischen schon im Unterschied zu dieser Anfangszeit, als wir begonnen haben, mit Liberating Structures virtuell zu arbeiten, dass wir jetzt eben auch diese dritte Dimension nochmal ganz anders nutzen. Wir haben natürlich, sehen wir unsere Teilnehmer nicht im Raum, dafür können wir sehr viel besser auf eine Dreidimensionalität gemeinsam schauen und die auch nutzen. Das Einzoomen und gleichzeitig wieder dieses panarchische Auszoomen. Also das Ganze zu sehen
und auch das Detail gemeinsam anzuschauen. Also da eröffnet sich auch noch so ein Möglichkeitsraum. Es gibt nicht diese vorgefertigten Erfahrungen. Das heißt, um weiterhin inklusiv zu sein, was ja eines der Ansprüche der Liberating Structures ist, sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nur die Tür, dass wir unsere Teilnehmer mit einbinden. Das heißt, dass wir das auch offenlegen, auch es immer wieder auch abfragen und eben dem auch Raum und Zeit geben, um Fragen zu beantworten, um auch jeden mitzunehmen. Das heißt, man bräuchte eigentlich gute Rituale oder Vorgehensweisen oder wie so eine Art Normen in einer Gruppe, um die Gruppe als Ressource nutzen zu können. Genau, und mir stimmt doch immer von meinem Leadership-Training vor Jahren mit, dieser Satz, Leaders ask for help. Und wenn wir kollaborativ auch eine Gruppenintelligenz wirklich nutzen wollen, gemeinsam, dann gehört das für mich dazu, dass wir immer alle mit einbinden, auch da, wo wir an unsere Grenzen geraten. Und das kann durchaus eben dann passieren in der Schere, die einfach, und das wird eine Realität bleiben, mit der wir für immer leben werden, die wird sogar noch weiter aufgehen. Der Erfahrungshintergrund, was gerade diese die Anwendungen angeht, und ich finde, das ist auch ein gutes Zeichen, weil eine Monokultur, eine technische Monokultur ist keine schöne Aussicht. Also einige wenige Anwendungen zu haben, die dann alle können und alle anderen Anwendungen fallen hinten runter, das ist nicht mein Bild von Diversität. Ja. Fischer hat das, glaube ich, gesagt, so hat es ausgedrückt, behind cold screens you have warm bodies. Und ich denke, das bringt ganz viel zu den Fragen von Distanz und Nähe auf den Punkt. Und das ist auch noch ein Thema, wo es, glaube ich, noch viel zu explorieren gibt. Ne? Also wo entsteht Distanz? Welche Distanz wollen wir überbrücken? Wo entsteht aber auch Nähe durch den Bildschirm? Du bist häufig in einem privaten Umfeld, siehst, wo du bist. Du hast ja auch eine Realität, gerade zu Covid-Zeiten, dass andere Menschen noch dazukommen. Oder Tiere. Was bedeutet das? Oder Tiere, genau. Mhm. Und was bedeutet das zum Beispiel für unsere inklusive SLS-Praxis? Das Thema Intimität. Was würdest du denn sagen, wo entsteht, also jetzt jemand, der nicht so viel virtuell macht, was hast du in einem intimen Moment, den du erinnerst? Also ich meine jetzt nicht so intim, wie man es auch verstehen könnte, eher so ja, ein ja, intim, ja. Wo man jemanden ganz nahe kommt, den man vielleicht gar nicht richtig persönlich getroffen hatte. Die intimsten Momente erlebe ich doch in den Breakout-Räumen, in der Kleingruppenarbeit und kriege das auch immer wieder gespiegelt. Und mit fast so einem ehrfürchtigen Erstaunen, was für eine intensive und fruchtbare Arbeit in diesen Breakout-Räumen möglich ist. Ich finde manchmal befreiend einfach die Vorstellung, also gerade in größeren Zusammenkünften, dass es diesen Zoom-Magic-Algorithmus gibt und man einfach sehr wahrscheinlich nicht der gleichen Person nochmal begegnet und das dann als Chance, oder ich begreife es oft dann als Chance auf einen ganz neuen, frischen Blick auf irgendwelche Themen, die ich habe. Also unsere Aufgabe als diejenigen, die den Raum gestalten, ist eben dieses Warm Bodies behind cold screens immer wieder im Blick zu haben, zu verlangsamen und eine Lebendigkeit reinzubringen. Ja. Und das ist diese Simultanität, dieses, das war auch in den Aufzeichnungen, die wir mit Kies zusammen gemacht hatten, Data hitting you. Das verdaulich und zugänglich zu halten. Was würdest du sagen? Gibt es noch mehr? Ich würde auch immer davon ausgehen, dass wir ja Diversität, was den Erfahrungshintergrund im virtuellen
miteinander arbeiten angeht, dass die Diversität sehr hoch ist. Und dass wir gut beraten sind, darauf bewusst jetzt auch das Design ja auch nochmal anzugucken. Und jetzt wollte ich noch gerne wissen, worauf freust du dich denn im Speziellen bei dieser Runde? Also ich freue mich total, dass es ein deutschsprachiger Immersion-Workshop ist mit tollen Frauen aus der deutschsprachigen Praxis und der deutschsprachigen Community. Und das ist eben... Genauso wie es eben leichtfüßig möglich war, Keith und Henry bei unserem Immersion-Workshop plötzlich einzubinden. Einfach als wir umgeswitcht hatten, habe ich so viele Möglichkeiten gesehen. Und diesen Geist nochmal wieder aufleben zu lassen, zu sagen, so ja, hier Ruhrgebiet, Berlin, Zürich. Klar, machen wir das. Das freut mich, das nochmal so, so zu leben. Und das andere ist, mich freut, dass alle so eine steile Lernkurve gemacht hatten und nochmal wieder auf einer anderen Basis ansetzen kann. Also ich freue mich, dass die Arbeit mit Whiteboards auf einem guten Weg ist und auf einer guten Basis ist, von der aus man weitermachen kann. Und dass es visuell noch spannender wird. Und was ist bei dir? Ja, ich freue mich auch sehr auf den Workshop Ende September und die Vorbereitung allein schon mit Katrin und Nicole macht riesen Spaß und dieses Dreieck ins Ruhrgebiet, von Berlin ins Ruhrgebiet nach Zürich zu spannen, ist einfach eine tolle Sache. Auch das in Deutsch zu machen, finde ich nochmal was sehr Besonderes und ich freue mich darauf, dass wir auch jetzt sehr viel achtsamer und differenzierter bereits mit den Erfahrungen, die wir jetzt über dieses letzte halbe Jahr nochmal vertieft gemacht haben mit der virtuellen Anwendung, dass wir auf der aufbauen können. Ich freue mich auch total auf unsere Teilnehmer. Ich glaube, das sind ganz spannende Leute schon dabei und auch auf die noch dazukommen. Denn das, was wir ja auch teilen in dieser Arbeit, ist ja, dass wir sagen, lass uns diese Gruppenintelligenz heben. Ne? Dass es so weggeht von dieser Kultur, dieses Trainertums, sich vorne hinzustellen oder sich auf eine Bühne zu stellen und was rauszukippen, mehr in diese ko-kreative Energie und die auch nochmal so wieder zu erleben, da, das ist echt so eine echte Vorfreude in mir. Ja. Ja, dann lass uns durchstarten. Ja, jetzt gehen wir einmal in den See und dann sind wir frisch, um uns das Storyboard anzugucken. Absolut.